Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder bei Closing Store Simulator. Und machen gleich auf. Die sind, glaube ich, noch am Anrohr. Oh Gott, fast fertig. Oh Gott. Jedes Mal vergesse ich diese Werbung. So, jetzt aber. Kunden sind noch nicht da, ne? Nö, da. Die rennen da vorne schon wieder im Dienstboteneingang. Das gefällt mir so immer noch nicht. Soll ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber... Ja, wie gesagt, das mit dem Event mache ich so nicht normal. Hier werde ich wahrscheinlich auch noch Puppen hinstellen. Aber dafür brauchen wir erstmal mehr Platz. Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir erstmal Road to 45. Den meine schönen kleinen Lämmige kauft. Kauft viel, kauft teuer und geht schnell. Naja, schnell haben sie noch nicht so ganz verstanden, aber das kriegen wir hoffentlich noch hin. Kommt wohl noch. Sind erstmal alle schon fleißig am Grabbeln. Das sieht immer noch so furchtbar aus hier. Wow. 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 Verzieh dich. Schlimm. 4 Kunden, die kein Mensch braucht. Komm, Leute. Ich habe so schöne Mucke vor euch. Die einen schon ziemlich auf den Sack geht auf Dauer, ne? Was ich nebenbei bemerkt. Da müsst ihr mehr kaufen. Viel, viel mehr. Wir haben gleich 15 Uhr durch, Mensch. Und kaum Kunden im Laden. Was ist denn los heute? Naja, dann kommen sie zumindest mal daher mit einem Räumen. Dankeschön. Naja, die sind zumindest fleißig dabei. Alle wieder schön am Schuh rein spachteln. So muss es. Jo, kommen sie her. Kaufen sie viel. Tschüss. Die kaufen von der falschen Seite ein. Ich hab da genau gesehen. Naja, so langsam wird's ja voller. Was ist das für Einkäufer heute? So können wir kein Geld verdienen. Oh Mann. Okay, das sieht schon besser aus. Der erste richtige Kunde heute. Okay. Naja. Geht besser, ne? Geht besser. Diese Mützen sind doch nichts wert, Mann. Danke. Danke. Oh, immerhin stolze 800, ne? Das lassen wir uns gefallen. Wieso holt's nix? Mir ist mal aufgefallen, es gibt immer 8 EP, egal wie viel sie kaufen. Die Menge spielt da also überhaupt keine Rolle, sondern nur die Anzahl der Kunden. Aber die Menge spielt beim Geld eine Rolle. So, 775 ist schon okay. Danke. Oh Gott, jetzt wird's voll. Dankeschön. Ja, aber alles auch nur Kleinkäufe hier, ne? Jetzt kommen sie alle auf einmal, okay. Okay, 45, sehr schön. Dann können wir uns jetzt die neue Lizenz holen. Naja, geldtechnisch haben wir, glaube ich, auch Gewinn gemacht. Wir sind aber auch schon mal 9 Uhr. Das ist der Rest jetzt. Sie trägt das irgendwie ganz komisch. Das fällt auch gleich um. So, die Kundin raus sehe ich noch. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mehr im Laden haben. Sehe ich aktuell nicht. Die sieht hoffentlich mal zu. Da ist schon wieder so eine Trüdel-Elli. Ja, hier ist noch jemand. Nur noch 2 Stück? Nur noch 2 Stück, okay. Die ist noch umkleide. Okay, die kommen raus, die Dame.
Und wartet natürlich auf ihre Kollegin. Denn seht hier zu. Und dann auch so wenig. Okay. Immerhin, wir haben die 45. Ich glaube, das waren jetzt wirklich die letzten beiden. Ja. Gut, dann können wir den Tag beenden. Nee, noch nicht. Warte. Danke. Danke. Bringen wir gleich nach hinten. So, die geht hier drin und das geht hier mit drin. Jetzt können wir den Tag beenden. Naja, waren auch weniger Kunden. Wir waren schon mal 61. Aber trotzdem, wir haben wenig verdient heute. Naja, wundert mich nicht bei den Leuten. Aber wir haben immerhin Gewinn gemacht, ne? Immerhin ein Gewinn. Ist nicht viel, aber ist ein Gewinn. Zack und zack. So, dann gucken wir mal kurz wegen der neuen Marke. 3700. Ja gut, Frau Babette und Frau Converse. Was ist denn das? Sind das Schuhe? Würde ich sagen, ne? Schuhsense. Kaufen wir mal ein Geschäft machen. Das sind Schuhe, ne? Ja, und zwar die Beine. Die und die. Okay, dann würde ich sagen, von jedem mindestens 5 Stück. Wenn das überhaupt reicht. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir die noch hinsemmeln. Bip und bip. Wir brauchen auf jeden Fall Schuhschränke. Erstmal, ich glaube, das wird nicht reichen, aber wir werden nochmal nachbestellen müssen, aber. So, noch nicht bestellen. Jetzt gehen wir einmal auf Möbel. So, warte mal. Wir haben von jedem Schuh 2 Stück, ne? Ja. Das heißt, wir bräuchten 4 Stück. Ja, mal gucken, wenn ich das hier rüberschiebe bis dahin und gleich mache mit dem, müsste das passen. Ja, ja. So ist 4 Stück. Okay. Möbel? Die gehen immer so schnell weg, die Schuhe. So, 1, 2, 3, 4. Das kannst du schon mal bestellen, mein Freund. Allerdings brauchen wir auch noch diese Kartons. Und zwar 2, ne? Entweder die hätten mich nicht mehr gepasst. Halt, bevor ich das jetzt reinhole. Einmal kurz hier umstellen. So, ungefähr gleich mit dem. Ungefähr hier. Das ist ein bisschen eng, ne? Ja, gut. Weiter als so kann ich das eigentlich nicht stellen. Weil hier, die müssen ja noch durch. So schon ziemlich eng. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal. Ah, so geht es zumindest einigermaßen. So, den dagegen. So gut wie geht. Ah, ich glaube, so da hinten ist es besser. Das hier war eh nicht ganz mittig. Den denn genau dagegen? Und hier müssen die 2,9 hin. Ich hoffe, das passt. Na, komm. Ja. Sind schon fertig mit Einräumen, wa? Jo. Na gut, das können sie ja noch nicht. Ist das eins dieser... Ja. So, den still den mal ordentlich hin. Zack. Ich glaube, das passt nicht so, wie ich es gerne hätte. Ne. Ah, gerade ebenso. Ah, gerade ebenso. Die Schuhecke wird langsam zu groß. Okay. So, den nehmen wir mit. Damit wir gleich nicht wieder das Problem kriegen, dass wir es falsch einräumen, werde ich die ersten paar Schuhe draußen in die Kartons machen. Na, so genau. Ah, geht aber. So, gib mal her hier. Werbung ist auch schon wieder abgelaufen.
Tag geht aber einigermaßen. So, dann schnapp dir mal den Karton, stell hin. Den da, stell hin. Dann kommen diese Schüchchen hier. In den da. So, und diese Schüchchen. In den da. Warum können wir die mich schon mal reinstellen? So, da hatten wir Mützen, hier hatten wir Schuhe, ne? Dann still hin. Zack. Können Sie es mir gleich einräumen? Ja, sind auch schon dabei. Dann können Sie mich jetzt nichts falsch einräumen. So, und dann nehme ich von jedem mal zwei mit. Entweder, die denn da reinkommen. So, hier kommt der rein und der rein. Ah, ich muss nochmal welche mitnehmen. Hierin, hierin. Ist so doof. Machen wir so. Flap und flap. Nein, das räumen sie falsch rein, ne? Mein Fehler. Zack, zack, davon nochmal zwei. Zack, zack. Ja, ich hab's befürchtet. Nein! Er hat schon wieder einen falschen erwischt. Raus! Nein! Raus da! So, die sollen hier rein. Ja. Und die da? Die sollen hier rein. Flap, flap. So, auch rein. So. Das ist auch noch so einer. Dass die hier zusammen sind, genau. Und dass die da zusammen sind, der passt halt schon. Soll ich denn hier der Deckel so komisch? Der ist so offen. Wieso ist denn der offen? Der ist ja leer. Das ist bestimmt der hier oben liegen. Seit wann gibt es so offene Schuhkartons? Aber es ist ein Bug, der hat sie nie wieder zugeklappt. Naja, halb so schlimm. Ja, aber dann passt das, dann passt das. So, von draußen haben sie es reingeräumt. Jo. Machen wir kurz die Werbung, bevor wir es vergessen. Ja, jo. Und das durfte ich mehr, dass ich die definitiv nachbestellen muss. Ich warte nur kurz, bis sie fertig sind. Oh, der Rest sind schon wieder draußen. Dann kann ich es mich gleich alles zusammen machen. Die sind voll. Da ist bloß wieder dieser Anzeige-Bug. Die sind jetzt auch voll. Okay. Und ich weiß, dass ich den ins Lager stellen kann, den hier. Mache ich vielleicht auch mal besser, ist das, ne? Was soll der Ganze bei uns im Laden stehen? Wenn wir mal ehrlich sind. So, wir müssen jetzt trotzdem. Zahlung hatten wir gemacht. Yep. Einmal. Komplett Bestellung machen hier. So, die brauchst du gleich zweimal. Ein, zwei. Den brauchst du nochmal. Müssen wir eh dreimal. Den nochmal. Den. 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 Hier fehlt noch. Hier. Da nochmal. Genau. Hm. Okay, hier fehlt. Der nochmal. Okay, die kann ich. Ja gut, eigentlich gleich viermal bestellen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. 1, 2, 3. Gut, die müssen wir gleich nochmal. Bestell erstmal. Jo, kann gleich ins Lager. Bestell nochmal. Den auch gleich viermal. 1, 2, 3 und 4. So, den nochmal. Den auch zweimal. Bip, bip. Was brauchst du noch? Hier nochmal. Bip, bip. Zack. Zack. Hier nochmal. Oh, es ist einiges diesmal. Den nochmal. Bestell. So, da. Der fehlt noch. Der sowieso. Da nochmal. Sehr schön. Und wir müssen hier natürlich auch gucken. Hier, der muss auf jeden Fall auch. Der geht noch. Okay, den bestell. Das war viel diesmal. Oh ja. Aber die sollten alles einräumen können. Ja, okay, auch wenn sie eine Weile brauchen.
Wir können öffnen. Mit unserer neuen Marke. Wieso sind die eigentlich farblich so unterschiedlich, obwohl ich die gleichen bestellt habe? Wer hat das was mit dem Schatten zu tun? Ich glaube, es ist der Schatten, ne? Sieht zumindest so aus. Okay, ein bisschen beengt hier, aber passt schon. Dann könnte ich rein theoretisch die Kasse mal nach hinten stellen. Dann haben wir hier später noch Platz für was anderes. Da müssen wir mal gucken. Erstmal machen wir auf. Werbung hatte ich ja geschuldet. Die räumt jetzt schon weg. Damit wir wieder Money verdienen. Wir haben neue Schuhe, die Sie sich wieder rausgrabbeln können. Freut ein, oder? Diese Blume da. Die stehen hier aber auch schief, wenn man sich das mal so anguckt. Ne? Mann. So, ich hoffe, die hängen noch nicht fest. Aber das werden wir sehen. So, warte mal. Kunden sind eh noch nicht an der Kasse. Das ist doof, dass der jetzt im Lager steht. Ich wollte nur gucken, die nächste Marke gibt es erst ab 50. Das wären jetzt aber 5 Sachen. Dreimal Mann, Hut, Schlafanzug, T-Shirt und zweimal Frau. Alles klar? Und der Rest ist auch erst ab 50. Zumindest der Auffüller. Ich weiß, wir können einen Lagermitarbeiter holen. Brauchen wir nicht, das schaffen die schon. Wir haben ja im Normalfall nicht so viel zu bestellen wie jetzt gerade. Naja, das geht besser. Dankeschön. Jetzt heißt es erstmal Road to 50. Ja gut. Das sind halt die Kunden, die nur wenig, die kommen natürlich schnell zur Kasse. Das waren die neuen Schüchen, werden also gekauft. Wir haben ja aber auch Schuhe, mein lieber Jolli. Ja, die werden auf jeden Fall gekauft. Gut, was ist los im Laden im Moment? Dankeschön. Danke. Jo, wir brauchen aber auch wieder Money, ne? So ist das nicht. Ich glaube, wir werden Minus machen. Heute. Wegen dem teuren Einkauf. Obwohl der sich eigentlich noch rammelt, ne? Aber die Marke war halt zu teuer. Dankeschön. Naja, aber 500 ist schon okay. Das ist nicht okay. Absolut nicht. Echt was gut, was los heute hier. Ja gut, neue Marke, ne? Dann ist immer so viel los. Sag mal, wen lasst ihr denn vor? Ist doch schlimm. $830, das ist doch schön. Der hat den leeren Schuhkarton gekauft. Schön. Hauptsache, wir sind ihn los. Wird natürlich voll berechnet, ne? Kartons kosten auch Geld. Danke. Danke. Sehr schön. Es gibt nicht genug Umkleidekabinen. Was, sie sind alle leer. Was meckerst du da? Verzieh dich. Was wollen wir hier nicht? Junge, irgendwo gut was los heute. Oh gut, wir haben 9 Uhr durch, aber der Laden ist noch voll. Schön. So muss es. Dankeschön. Oh ja, das mögen wir gern. Oh ja. Schön. Gut, wir haben aber auch eine Menge Geld ausgegeben, ne?
Danke. Schön. Scheint sogar teuer zu sein. Ja, Jeans ist leer. Ja, tut mir leid. Das kommt mal vor. Stell dir nicht so an. Kannst auch morgen wieder kommen. Dann ist sie wieder da. Dem. Die kommen ja gar nicht mehr daher vor lauter Schuhen hier. Dankeschön. Verkaufen sie heute sehr gut ein. Dem. Ja. Ja, oh ja. Alle Schuhe wie verrückt. Danke. Ich glaube, wir haben trotzdem Gewinn gemacht. Habe ich so den Eindruck. So, noch jemand im Laden? Ne, wir haben alle, oder? Jo, der geht gerade. Schön. Dann noch mal kurz die Sachen hier raus. Dem. So, die gehört dorin. Die gehört hierin. Das gehört hier natürlich drin. Dankeschön. Beenden wir erstmal den Tag. Ja gut, 6 Leute. Ja, aber so voll wie das war, das ist klar. Die kommen gar nicht mehr daher. Aber trotzdem, 64 Leute hatten wir definitiv mehr. Und wir haben tatsächlich einen Gewinn gemacht. Trotz teurer Ausgaben diesmal. Schön. 68.000 sind wir. Dem. Das freut einen doch so sehr. So, dann helfen wir mal kurz hier mit den Jeans, wa? Bis die dazu kommen, das dauert. Ne, warte mal. Die sind das. Die. Dem. Gut, die haben hier noch andere Sachen. Ich will dir nur ein bisschen helfen. Das sollte reichen. Dem. Oh, schmeiß wieder drin. Dem. Ja gut, die machen das schon. Das meiste haben sie mittlerweile. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Ich will nur überlegen, weil die Ecke hier, wir stellen den jetzt mal. Nein, den kann ich gar nicht umstellen, oder? Doch. Ein bisschen weiter nach hinten. Der steht schon ein bisschen dicht dran, ne? Aber das reicht doch. Voll und ganz. Bin nur am überlegen. Wie ich das am besten mache. Ich würde hier gerne eine Schaufensterpuppe stehen haben, als das aussieht. Oder stelle ich die Kasse so hin, würde ja auch gehen. Ah, Stufing der Warteschlange, naja. Obwohl, so würden sie mich in der Wand stehen. Ich müsste den, wenn schon, so hinstellen. Das ist ja wegen der Warteschlange, dann würden sie hier so stehen. Das würde gehen. Ich gucke allgemein mal bei Deko. Die müssen wir ja auch noch bezahlen. Bestellung machen wir gleich. Möppel. Das ist ein Stand, wofür auch der gut sein soll. Also bestimmt eine Schaufensterpuppe rauf oder so. Ich meine, wir haben ja nicht viel an Deko außer Schaufensterpuppen und Pflanzen, ne? Das ist das Problem. Was zum Sitzen, das muss ja noch nicht unbedingt sein. Spiegel hätten wir noch, aber das ist auch nicht gut neben der Kasse. Sondern Umkleide. Naja, mehr ist ja auch nicht wirklich. Umkleide haben wir noch eine. Ich brauche noch einmal so einen, der ist zu groß da. Den bestellen wir einmal. Schelf. Achso, das ist aus dem Klamottenständer. Und dann nehmen wir nochmal 2 von den Pflanzen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das so passt. Gucken wir mal. Dekomäßig wünsche ich mir ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Nehmen wir erstmal den. Ich kann mich nicht erinnern, dass der so groß war, aber das ist nicht schlimm. Warte mal kurz. Nehmen wir die Blume da weg. So, kann ich die hier... Nein, leider nicht. Stimme hier. So, wurde mal. Die Schaufensterbube. Die.
machen wir es mich so. Holen wir gleich noch eine männliche. Ich stelle hier eine weibliche und eine männliche hin. Und die Pflanzen. Wie gesagt, Deko hätte ich gerne ein bisschen mehr. Ich hätte hier gerne so Werbe auf Pappaussteller stehen gehabt oder so. So, den könnte man nämlich hier so nebenstellen. Dann können die Leute, wenn sie hier stehen, hier auch gleich nochmal ein bisschen. Ah, ich habe was vergessen. Ich muss nochmal was kaufen. Die zweite Pflanze, die stellen wir hier so neben, wa? Hier haben wir ein bisschen durch vor der Tür. War hier so? Und ich meine, ich selber komme da ja so hinter und auch hier durch. Ne? Ich kann aber rüberhüpfen. So sieht zumindest die Kasse ein bisschen einladender aus. Oder? Wir brauchen noch eine männliche. Was haben wir denn so für männliche? Ich will keine halben. Nein. Ich will Menschen ganze. Ja, die, ja. Aber haben wir keine anderen? Gott, die laufen will ich nicht. Dann nehmen wir die. Dankeschön. Halt, hier. Sehr schön. Ja, der müsste denn aber auch wirklich ein bisschen hier hin. Damit es so gleich steht, ja. Die brauchen natürlich noch Klamotten. Ein Moment. Das ist eine Frage. Rosa Pulli haben wir schon. Okay, das sieht so verboten aus. Okay. Ich glaube, den Trainingsanzug, den haben wir noch gar nicht. Dann haben wir einmal so ein Cabby mit. Und wir brauchen definitiv auch einmal Schuhe. Nehmen wir einen der neuen. Das siehste. So, bei den Männern. Ich glaube, den blauen haben wir auch noch nicht, ne? Nein. Haben wir da noch den Männer? Ne, da haben wir auch nicht den blauen. Nehmen wir einmal den blauen. Hosen haben wir ja nicht wirklich allzu viel Auswahl. Könnten wir aber auch mal. Warte mal, wir hängen den blauen mal wieder hin. Wir haben bei den Männern nämlich auch noch nicht den Trainingsanzug. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Schuhe und Hut haben wir nicht für die Männer. Ja, dann nehmen wir mal die normalen Männerschuhe. Die Stiefel haben wir schon. Ja, wie gesagt, ich würde gerne was auf dem Kopf. Haben wir aber leider nicht. Ja, so schon okay. Die Wände müsste man hier eigentlich nochmal ein bisschen ordentlich machen. Zumindest das Stück. Haben wir mal gutes Guggen. Wir bestellen sofort. So, der Kassenbereich. Ich weiß nicht, soll das Marmor sein oder so? Sieht so aus. Sieht irgendwie komisch aus, aber... Nehmen wir das Stück mit. Ja gut, es ist nicht das Hübscheste, ne? Ich weiß, wir überlegen, das ganze Stück vorzuziehen und dahinter pflanzen. Das sieht mich echt ein bisschen komisch aus. Warte mal. Ich brauche nochmal zwei Pflanzen. Ah, nehmen wir mal zwei andere. Aber zwei größere müssen schon sein. Hatten wir die oder die? Wir nehmen die. In zwei. Ziehen wir das Ganze ein bisschen vor. Ungefähr auf gleicher Höhe der Kasse. So, Werbung ist noch geschaltet, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das passt, aber hier hinter. Das ist schief. Ach, das geht auch mit rauf? Okay. Das soll aber nicht. Zack. Dim, dim. So, ist ein bisschen beengt hier, aber die soll den... Ja, das sieht besser aus. Wie gesagt, ich hätte auch gerne sowas an den Wänden dran, so Bilder und so ein Kram. Das gibt's ja alles leider nicht. Pappaussteller und so ein Kram, aber für den Anfang ganz gut. So, jetzt bestellen wir erstmal. Muss alles sein.
Ugema, den brauchen wir. Den auf jeden Fall auch. Den sogar zweimal. Den nochmal. Die auch nochmal. So. Die gleich zweimal. In zwei. Im Moment geben wir aber auch sehr gut Geld aus. Hier nochmal. Die auch gleich zweimal. Okay. Geht nur einmal. Danke. Dann gleich nochmal drin. Hier gleich zweimal. In zwei. Zack. Oh, die auch gleich zweimal. In zwei. Die auch. In zwei. Sag mal, was sind denn für Schuhe weggegangen? Erin? Hier nochmal. Den nochmal. Genau wie den. Die hier nochmal. Ah, da kann ich hier gleich nochmal nachbestellen. So, wie steht. So, den nochmal. Hier nochmal. Guck mal, den auch nochmal. Hier müssen wir auch noch gucken. Jojo, wir brauchen den nochmal. Und den auch nochmal. Schön, den bestell die auch nochmal. Das war eine Menge jetzt. Aber gut, die schaffen das schon, die Jungs. Ja, ist klar. Gut. Ich weiß nicht, hundertprozentig hübsch ist auch nicht mehr. Wir sind die Wände einfach zu kahl. Das Problem haben wir aber überall. Aber gut, zumindest haben wir die Kasse gestern Tickel hübscher. Kriegen wir schon hin. Vielleicht kommt da ja irgendwann dekomäßig noch was. Dann sind wir erstmal für diese Folge am Ende. Ich bedanke mich wie immer natürlich, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.